Guten Tag, liebe User bei www.rheinnecker.tv. Wir begrüßen Sie recht herzlich vom MLP-Marathon 2008 Mannheim-Rhein-Neckar. Er startete pünktlich am 24.05.2008 und die erste Laufdisziplin war der Marktkauf Bambini-Lauf, der an der Kunsthalle startete, einmal um den Wasserturm herum und vor dem Rosengarten war der Zieleinlauf der jüngsten Läufer, die beim MLP-Marathon dieses Jahr sich beteiligten. Der Bambini-Lauf war kostenlos, alle Kinder bekamen eine Stadtnummer und eine Urkunde. Es wurde auch keine Zeit mitgenommen, denn es ging einfach darum, die Kinder an das Laufen heranzuführen und Spaß dabei zu haben. Alle Kinder, die mitliefen beim Bambini-Marktkauf-Marathon, waren Jahrgang 99 und jünger. Es war genau 16.30 Uhr, als der Startschuss an der Kunsthalle fiel und die 500 Bambinis gingen auf die Strecke. Genauso war es auch im Programmablauf festgeschrieben und ein Lob an Wilfried Ratzen, Cheforganisator vom MLP-Marathon. Es gab wieder viel Lob von allen Seiten, was die Organisation anbelangt. So früh kann es losgehen mit Marathonfieber. Und hier im Dreierpack. Und die Letzten kriegen natürlich unseren Sonderapplaus hier in Mannheim. Schaut mal, wie süß. Ja, mach ruhig ein bisschen Pause. Hinter dir kommt nichts. Kein Druck von hinten. Und die Frederike. Ein tolles Gefühl für die Kinder, in diesem Rahmen in Empfang genommen zu werden, mit dem Applaus der Zuschauer, die sich schon früh auf der Tribüne vom Rosengarten eingefunden haben. Und nochmal richtig Gas geben. Jawohl! Die Mama läuft mit, so muss das sein. Die junge Dame ist ganz abgelenkt hier. Sie wird am liebsten nach oben kommen. Toll! Der nächste Startschuss fiel dann um 17 Uhr in Ludwigshafen am Berliner Platz. Es handelte sich um den Minimarathon mit Ziel vor der Kunsthalle. Und jetzt haben wir sie alle im Ziel. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Darsteller gesehen, nämlich hier vorne. Das ist Manni. Das war's vom ersten Laufwettbewerb vom MLP-Marathon 2008. Wir berichten von den anderen Wettbewerben. Klicken Sie sich rein auf www.rheinnecker.tv. Wir begleiten und ich glaube, hier oben stehen auch noch.